from the United States. See you tomorrow. Wir rufen mal auf das nächste Mixed Double, und zwar auf dem Programm der Free. Umpire Jörn Langenfeld, Germany. Service Judge Lina Engel, Germany. Es treten an, from China, Chang Nan und Li Yinghui gegen das malaysische Mix Peng Su Chan und Li Yin Go. Viel Spaß jetzt auf der Frage Mixed Double hier bei Mixed Double. Liebe Zuschauer, auch nochmal ein paar Worte zu dem Spiel. Das wird auf Platz Nummer 3 angeht. Bei einem Highlights darf man nicht vergessen, hier ist unter anderem in Nanchang ein Olympiasieger im Herrendoppel. Jetzt ja in Witzkonkurrenz zu schauen, aber ich glaube, wir können wirklich ein bisschen stolz sein, dass die Weltelite Jahr für Jahr gerne hier nach Milan reist. Und das Kompliment geht an Sie weiter. Das tut sie auch, weil hier eben eine ganz besondere Atmosphäre herrscht, von dem nicht nur die Leute,
Strahlung auch all die anderen Nationen gerne profitieren. Schön, dass ihr heute unsere Gäste sind. Wir starten die lange und hoffentlich spektakuläre Zielgerade des heutigen Viertelfinaltages hier in Mülheim. Thank you.
of the day. We are at work in the Dutch Mix Live of the Center. Jetzt kommen Sie, die letzten Teilnehmer heute auf dem Center Court. Wir rufen auf Court Number 1, Mixed Double, umpired by the Tour New Zealand, Service Judge Ewald Czernik, Austria. Heißen Sie herzlich willkommen, das sportlichste Ehepaar von der Insel. Seit 4 Jahren verheiratet und viele, viele Erfolge haben Sie schon feiern können. Welcome, Chris and Gabby Epcot!
das berufliches und privates sind nicht drin, sondern gerne vereint, und zwar höchst erfolgreich. Sie sind hier nochmal reingesetzt. Sie haben sich allerdings bei beiden Auftritten bislang durchaus ein bisschen schwer getan. Jeweils über drei Sätze, gestern auch 23-21 und 21-19, haben sich da am Ende das Glück für das Viertelfinale geholt. Sehr sympathisch, und ihr eigener Trainer hat uns gerade noch gesagt, der englische Trainer hat, also bis vor ein, zwei Tagen wären wir hier von einer klaren Nummer ausgegangen, wenn wir dieses Duell gesehen hätten. Aber durch die Stimmung und die Leistung der Deutschen sind sie auf ein 50-50-Duell mittlerweile eingestellt. Herzlich willkommen, welcome again, Chris and Gabriel Edcock. Auf der anderen Seite ein kleines Mädchen von Mühlheim, das wir in dieser Woche hier erleben durften. Sie haben sich durch die Qualifikation gekämpft. Sie sind dann ins Hauptfeld gekommen, sind ja auch deutsche Meister. Sie, Carla Rette, hat vorhin uns ja schon begeistert und steht nun im Halbfinale an der Seite von Isabel Hartwig. Nun also die zweite Chance auf den großen Moment. Aber das, was Sie in dieser Woche gezeigt haben, das war zweimal extrem spannend und spektakulär. Erster Dreisatzerfolg, 21-19 in der ersten Runde nach dem Qualifikationsduell. Und dann ging es gestern nach einem fast ausgeglosen Kampf in das große Finale. Lagen schon weit zurück im dritten Satz und feindeten sich auch dank der Unterstützung hier zurück. Am Ende gab es Standing Ovations für folgende deutsche Spieler. Die da heißen, herzlich willkommen from Germany,